So, hallo Leute, willkommen zu einem sehr spontanen Video. Also wirklich sehr spontan, deswegen hier auch hochprofessionelle Webcam am Start mit sehr gepflegten Haaren, sehr gepflegtes Ich in meiner Ferienzeit, ja. Geht trotzdem arbeiten. egal, also ich habe mir gerade mal noch so ein paar Speicherkarten angeguckt, die ich noch so habe. Und ich habe noch ein bisschen was gefunden, ja. Also ich habe eigentlich auch noch was, was ich nie zu Ende gemacht habe. Das wollte ich mal anfangen, aber ich habe es nie zu Ende gemacht. Und jetzt bin ich halt wieder in Deutschland, sprich, ich kann auch nicht mehr weitermachen, leider. Das kommt erst nächstes Jahr wieder. Ich wollte ja eigentlich auch jetzt wieder in Japan sein, aber ist ein bisschen was dazwischen gekommen. Aber egal, also. Um was es heute geht, das Video wird jetzt nicht sehr lang sein, vorausgesetzt, ich laber hier jetzt nicht Ewigkeiten rum, was ich hoffe, dass ich nicht machen werde. Aber ich glaube, das war die letzte Woche, bevor ich also wieder nach Deutschland kam. Da bin ich mit meinen, also ich habe zwei Gastopas gehabt. Einen habe ich immer Akashi no Oji-chan genannt, weil der hat halt in Akashi gewohnt. Und den haben wir irgendwie alle so genannt, dann habe ich das einfach auch gemacht. Und der ist ein ziemlich cooler Dude. Der ist jetzt, glaube ich, 81, der zieht sich an wie so ein 20-Jähriger und hat so einen mega chilligen Gang drauf. Also wenn du den siehst, mega cooler Typ, wirklich. Für sein Alter, ohne Spaß, der ist richtig fly. Und naja, mit dem bin ich halt immer irgendwie essen gegangen, oft auch mit meinem Gastbruder zusammen. Und er liebt es halt irgendwie Geld auszugeben. Wer tut es nicht? Und der ist mit uns immer in so richtig edle Restaurants gegangen. Und hauptsächlich auch in deutsche, weil ich ja ein Deutscher bin. Und immer wenn wir dann irgendwo essen waren, in so einem deutschen Lokal in Kobe, also da sind ja sehr viele Ausländer auch in Kobe, weil das wurde ja damals vom Krieg noch so, ist halt, ja, wie gesagt, sind auch ein paar Ausländer da auf jeden Fall. Und dementsprechend gibt es da viele ausländische Läden. Da gibt es zum Beispiel New Munich oder Rote Rose und so weiter. Richtig coole Läden. Und ich war wirklich in allen mit meinem Gastopa. Und immer sobald wir da reingekommen sind, oh, guck mal, ein echter Deutscher. Ui, toll. Aber also war witzig. Vor allem mit ihm dann immer zusammen. Und wie gesagt, in der letzten Woche, wie ich noch in Japan war, sind wir dann alle zusammen halt essen gegangen mit meiner Gastfamilie. Und zwar Kobe Beef. Kobe Beef ist sehr teures Fleisch von der Kuh. Ist auch eigentlich sehr bekannt. Und naja, ich sag's mal so, also in dem Laden, wo wir waren, hat ein Kilogramm so um die 300 € gekostet. Müsst ihr euch jetzt erstmal ein bisschen auf der Zunge zergehen lassen. Ja, ich habe ja auch ein Bild auf Instagram, wartet mal kurz. Ich bin nicht multitaskingfähig. Ich kann nicht reden und irgendwas anderes machen. So, fuck, wo war ich jetzt? Ah ja, genau. Also wir waren mit ihm dann Kobe Beef essen, ja. Hier, das sieht dann so aus. Das ist so ein Kilo ungefähr. Das kostet dann so um die 300 €. So sieht es dann aus, wenn es ge gebraten ist. Und genau das habe ich halt aufgenommen. Ich war, weil das, die machen da immer so eine komische Tradition draus. Die tun das immer so richtig geil schneiden. Und dann kommt da so ein komischer Typ, der das so total viele Jahre lang gelernt hat. Und dann tun die da neben uns war so ein Aquarium, holt er so ein paar, ja, so Meereszeugs da halt raus, haut es da auf die heiße Pfanne, die zappeln da noch rum. Also für so vegetarische Freunde ist das Video nichts, aber ich glaube, das habe ich das aufgenommen, weiß ich gar nicht mehr. Also es sind irgendwie so drei kurze Videos, ich glaube, das sind insgesamt vielleicht 10 Minuten, wenn es hochkommt. Also ist echt nicht so lang das Video jetzt, aber ich laber schon wieder 4 Minuten, sorry dafür, ich kann einfach nicht aufhören. Aber wie schon gesagt, das ist mega geil, mega lecker. Und wenn ihr in Japan seid und ihr das übrige Kleingeld dafür habt, gönnt euch das mal. Ihr müsst ja nicht ein Kilo bestellen, wir waren zu viert, also deswegen haben wir halt ein Kilo genommen. Du kannst auch weniger nehmen, glaube ich mal, aber allein macht es auch nicht so viel Spaß. Also sucht euch da vielleicht ein paar fremde Leute oder geht da mit Freunden hin so oder geht auf die Straße. Hey, wollt ihr nicht mit mir Kobe Beef essen gehen? Wuh, ich bin ein super lustiger Kerl, auf geht's. Vielleicht hilft es ja. Naja, auf jeden Fall viel Erfolg. Probiert's aber mal aus. Ist mega geil. Und ich glaube, das ist halt so teuer, weil in Kobe, ihr müsst euch das so vorstellen, da sind ganz viele Berge, dann kommt so ein kleiner Stadtbereich, was so bewohnbar ist, dann kommt Meer. Ist halt echt so ein schmaler Gang, wo sich so alle Leute reinquetschen und es ist also kein Platz überhaupt nicht und arschteuer alles.
Und dementsprechend gibt es auch keinen Platz, um irgendwo Kühe zu halten. Und die sind nämlich dann auf den Bergen. Also die sind dann irgendwie so an den Berg hängen und so und haben dementsprechend sehr viel Muskeln und Fleisch und haben dann auch sehr viel Fett drinnen. Und es schmeckt einfach nur saugeil und ich glaube, deswegen ist es auch so teuer. Kobe ist ja generell bekannt auch für das astreine Wasser und so weiter und weil es ja da durch den ganzen Berg fließt und keine Ahnung was und schlag mich tot. Also die haben da, ist bekannt. Ja, googelt mal danach, wenn ihr wollt, aber da findet ihr schon ein bisschen was zu finden. Gut, dann, ich glaube, das war jetzt erstmal so die Background-Information mit meinem krassen Gastopa, der mit mir immer in die ganzen Läden da gegangen ist und ich immer, ohne Spaß, ich habe mit dem ich war noch nie in so edlen Restaurants mit dem drin. Und ich fand es mal so peinlich, wenn ich dann da drin war. Und ich kenne das gar nicht, wenn ich so einen Teller habe und dann 10.000 Besteck daneben mir liegt und denk so, die gucken mich alle so erwartungsvoll an. Du weißt, wie das geht. Du bist ein Deutscher. Ich denke so, okay, fuck, denk logisch nach. Das Besteck wird innen kleiner. Ich glaube, ich muss außen anfangen. Was jetzt auch stimmt, habe ich inzwischen rausgefunden. Ja. Also, dann viel Spaß mit diesem kurzen Video. Ich hoffe, es gefällt euch. Habe jetzt 6 Minuten lang gelabert. Toll! und bis, ja, demnächst. Tschüss! Okay, I'm gonna do it.